Liebe Zuschauer, ich befinde mich hier in der alten Buntweberei in Rehau. Seit etwa einem Jahr wird dieses Gebäude saniert und umgebaut zu einem der modernsten Ausbildungszentren der gesamten Region. Im Sommer 2010 soll alles fertig sein, ökologisch wegweisend, unter Verwendung von zahlreichen Systemlösungen aus dem Hause Rehau. Eine tolle Geschichte. 3 Millionen Euro nimmt man dafür in die Hand. Eine wegweisende Investition. Wir werden gleich diskutieren, zum einen mit Friedrich Gressel. Er ist der Vorsitzende der regionalen Geschäftsleitung. Und wir sprechen auch mit Malte Klint, seines Zeichens Personalleiter für Mitteleuropa bei Rehau und Mitglied der regionalen Geschäftsleitung. Mark Schenk informiert Sie vorab. Mit 3 Mann hat die Rehau AG im Jahr 1948 angefangen. 5 Jahre später werden die ersten jungen Leute ausgebildet. Heute beschäftigt der Kunststoffspezialist 15.000 Mitarbeiter weltweit, davon rund 7.000 in Deutschland. Wichtige Basis im Unternehmen sind die Auszubildenden. Immer mehr junge Menschen erlernen ihren Beruf bei der Rehau AG. Inzwischen sind es 170 Auszubildende allein am Standort Rehau. Und denen steht in wenigen Monaten ein Ausbildungszentrum zur Verfügung, das in der Region seinesgleichen sucht. Wir haben von Anfang an das gesamte Konzept auf junge Leute ausgerichtet, junge Auszubildende. Wir haben im Erdgeschoss sozusagen die Werkstatt errichtet, die sehr offen ist, großzügig gestaltet, sind dann in die Mitteletage gegangen, die dienende Ebene, so nennen wir das, und haben hier einen, wie man sehen kann, einen hervorragenden großen Aufenthaltsraum gestaltet, der sehr groß offen ist, wo wir hier auch mit vielen Farben arbeiten, um den Jugendlichen zu zeigen, dass ein graues Dasein der Ausbildung natürlich nicht mehr Stand der Technik ist. Die neuen Räumlichkeiten bieten mit rund 1500 Quadratmetern deutlich mehr Platz als die alte Ausbildungswerkstatt. Und sie sind moderner. Im 3. Geschoss haben wir dann die neue Techniken für Präsentationen, Schulungsräume, Gruppenräume aufgesetzt, bis hin zu Computerräume. Unter dem Projektnamen ProLean beginnen die Planungen für das Ausbildungszentrum im Jahr 2007. Baubeginn ist 2008. Und hier sollen die jungen Leute nicht nur lernen, sondern sich auch wohlfühlen. Es ist auch angedacht, dass hier in diesem Aufenthaltsbereich auch Veranstaltungen abends für die Jugendlichen durchgeführt werden, bis hin, dass sie sich draußen im Bereich auch mal aufhalten können, grillen oder hier im Innenbereich mit einem Kickerspiel die Freizeit auch gestalten können. Auf 3 Etagen verbindet die Rehau AG Funktionalität und Komfort. Die Auszubildenden, die jetzt noch über mehrere Gebäude verteilt sind, finden hier künftig einen richtigen Heimathafen. Technische und kaufmännische Berufsausbildung haben bald ein gemeinsames Dach. So ist die Werkstatt schon etwas aufgeteilt Richtung Berufe, wobei eine Verknüpfung zwischen diesen Ausbildungsberufen durch Lernaufträge sichergestellt wird. Im Frühjahr 2010 wird aus dieser Baustelle ein Ausbildungszentrum entstanden sein, mit dem die Rehau AG fit für die Zukunft ist. Tja, liebe Zuschauer, eine Investition in die Zukunft, und zwar in vielerlei Hinsicht. Herr Gressel, 570 Jugendliche in Deutschland werden derzeit bei der Rehau ausgebildet. Eine immense Zahl in 18 verschiedenen Berufen. Welche Bedeutung hat für Sie die Ausbildung? Also die Ausbildung bei Rehau ist uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und nicht nur die letzten Jahre, sondern bereits seit Anfang, das heißt also schon über 60 Jahre. Und wir werden immer wieder in Ausbildung investieren, um eben die Fachkräfte, die wir in unseren Produktionen, in unseren Verwaltungen brauchen, immer parat zu haben. Herr Klint, kann man das so einfach, so platt fast schon sagen? Der Nachwuchs von heute, das ist das Kapital eines Unternehmens von morgen? Ja, das ist natürlich etwas vereinfacht dargestellt, aber grundsätzlich ist es richtig. Wir müssen heute in Nachwuchs investieren, um diesen betriebswirtschaftlichen Begriff zu gebrauchen. Investieren, um in Zukunft eben noch wettbewerbsfähig zu sein und Erfolg haben zu können als Unternehmen. Also die Rehau investiert in den Nachwuchs, wie wir es gerade hier sehen, 3 Millionen Euro. Aber Herr Gressel, eine Frage, die Sie vielleicht der Außenstehende schon stellt. Warum investiert man das am Standort Rehau, wo Sie doch global und national sehr gut aufgestellt sind? Also wir investieren jetzt diese 3 Millionen am Standort Rehau, aber das ist natürlich nicht nur der einzige Standort, an dem wir investieren. Wir haben in den letzten Jahren die ganzen Ausbildungswerkstätten an unseren Werkstandorten in ganz Deutschland sehr gut ausgebaut und haben dort Voraussetzungen auch für beste Ausbildung geschaffen. Und jetzt ist Rehau dran im Endeffekt. Und der Standort Rehau jetzt mit über 2000 Mitarbeitern ringt dringend nach Fachkräften. Und die müssen wir hier ausbilden und deswegen auch diese Investition hier in Rehau.
Es ist ja nicht der erste historische Bau, den Rehau quasi einer neuen Nutzung zuführt. Man hat das ja schon öfters getan. Ich erinnere nur am Standort Rehau hier an Automotive. Hier hat man wirklich ein Zeichen gesetzt, was bundesweit Beachtung gefunden hat. Aber ein Neubau wäre eigentlich günstiger, gell? Ein Neubau wäre vielleicht günstiger geworden, ja, insgesamt. Aber wir denken auch, dass auf Basis dieses historischen Gebäudes aus der Gründerzeit auch eine Basis geschaffen wird, um die Zukunft zu zeigen, in die wir gehen wollen. Also beides, Basis für die Ausbildung, Basis für Rehau am Standort Rehau und für die Zukunft insgesamt mit dem architektonischen Aufbau dieses Gebäudes, denke ich, zeigen wir die richtige Richtung auf für unsere Auszubildenden. Herr Gressel, das Stichwort Fachkräftemangel ist ja auch schon gefallen bei uns jetzt im Gespräch. Rehau hat natürlich einen gewissen Standortnachteil, das kann man dann, glaube ich, auch schon so sagen, gegenüber von Metropolen, die einfach mal vom Namen her schon attraktiv sind, wie München, wie Berlin, wie vielleicht auch Hamburg oder Frankfurt. Rehau muss quasi als Arbeitgeber, um das attraktiver, um das besser sein, was diese Metropolen vom Namen her quasi dem Standort hier schon voraus haben. Aber Rehau schafft diese Herausforderung sehr erfolgreich, gell? Ja, wir betreiben dies natürlich mit einer guten Ausbildung, ganz klar. Das ist die Voraussetzung, dass wir selber Nachwuchs schaffen. Und wenn wir qualifizierte Mitarbeiter hier am Standort haben, dann schaffen wir es auch, qualifizierte Arbeitskräfte aus den Metropolen nach Rehau zu bekommen, die dann hier gute Kollegen, gute Mitarbeiter, gut ausgebildete Mitarbeiter insgesamt haben. Das ist eigentlich die Voraussetzung dafür. Also es hilft uns nicht allein jetzt, dass wir nur akquirieren in den Metropolen und versuchen, jemand hier nach Hochfranken zu ziehen, sondern die Basis muss hier geschaffen werden und hier investieren wir dafür. Und wir fühlen uns aber als Unternehmen auch dem Standort natürlich verpflichtet und versuchen den Standort insgesamt, nicht nur die Ausbildungseinrichtung, den Standort insgesamt attraktiv zu machen oder attraktiv zu halten. Ich als gebürtiger Hamburger darf das, glaube ich, sagen, dass man sich also auch in Nordost-Oberfranken durchaus wohlfühlen kann und es hier viele Vorteile auch gibt, die Nordost-Oberfranken gegenüber den genannten Metropolen auszeichnen. Rehau allerdings ist ein Global Player, wir haben schon gesagt, ein global agierender Polymer-Spezialist mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten für den Nachwuchs. Man kann sie also national völlig einbringen, man kann aber auch international, also fremde Luft schnuppern. Plaudern Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen, Herr Ja, sehr gerne. Natürlich kann man Luft schnuppern international und man sollte sie auch schnuppern. Wir bieten das ausdrücklich an. Wir fragen auch, wenn wir Auszubildende einstellen, ausdrücklich nach der Mobilität. Leider ist nicht jeder junge Mensch sofort davon begeistert, sage ich mal ganz vorsichtig. Wir würden gerne noch viel internationaler einsetzen, als wir es im Moment tun. Die Bereitschaft, in andere Länder zu gehen, ist teilweise noch nicht so besonders stark ausgeprägt. Also das Angebot ist da, die Chance ist da und ich rate auch dazu, das gerade in den jungen Jahren zu machen, wenn man eben noch nicht familiär gebunden ist, noch kein Haus gebaut hat, dann sollte man diese Chance unbedingt nutzen. Also die Rehau ist ja nahezu auf allen Kontinenten vertreten. Ja, das ist richtig. Wir sind wirklich eine internationale Unternehmensgruppe. Natürlich sind traditionell Kompetenzen vor allen Dingen hier am Standort Rehau gewachsen. Und diese Kompetenzen müssen ja aber in andere Länder transferiert werden. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe im Rahmen der Internationalisierung. Herr Gressel, zum Schluss, welche Strahlkraft erhoffen Sie sich denn von dem neuen Ausbildungszentrum hier am Standort Rehau? Also zum einen in Richtung Ausbildung natürlich exzellente Voraussetzungen zu schaffen für zukünftige Auszubildende, die wir hoffentlich auch aufgrund des demografischen Wandels und besonders hier in Hochfranken mit der zurückgehenden Bevölkerung dann auch rekrutieren und einstellen können. Aber auch insgesamt für Hochfranken sehen wir das schon als Zeichen, dass es zum einen nach der Krise irgendwo weitergehen muss und zum zweiten natürlich auch für Hochfranken insgesamt, dass sich auch in Hochfranken was tut, ganz wie die Unternehmensinitiative ja sagt, hier tut sich was, hier geht was in Hochfranken. Energieeffizienz und Systemlösungen, liebe Zuschauer, das sind Schlagworte, die sind untrennbar mit Rehau verbunden und beides fließt hier mit ins neue Ausbildungszentrum mit ein. Wie das zusammenhängt, darüber sprechen wir gleich, aber vorher nehme ich Sie mit auf einen Rundgang mit über die Baustelle. Das Zusammenspiel aus Alt und Neu ist einzigartig. Die Basis der alten Buntweberei drückt die Bodenständigkeit aus, mit der bei der Rehau AG gearbeitet wird. Der neue Anbau mit seiner modernen Ausstattung hingegen deutet an, dass die Rehau AG auch zukunftsorientiert denkt.
Natürlich hat der Architekt erstmal bei der Gestaltung seines Gebäudes darauf geachtet, dass eine Symbiose erfolgt, dass diese Gebäude nicht abgetrennt voneinander losgelöst werden, sondern eine zusammen eine Einheit finden. Und das Zweite ist natürlich in baukonstruktiver Hinsicht, war der Altbau nicht mehr den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechend. Wir wollten die Fassade außen stehen lassen und es ist uns, das haben wir auch gemacht, mit einem entsprechenden Traggerüst haben eine Entkernung komplett innen vorgenommen und dann letztendlich ein neues Gebäude hier auch innen reingebaut. Passend zu den umliegenden Häusern fügt sich das neue Ausbildungszentrum ins Stadtbild ein. Tradition und Moderne vereint in einem Gebäude. Energieeffizienz, liebe Zuschauer, ein Stichwort, was vielleicht jeder schon mal gehört hat, aber dahinter steckt ein unglaubliches Know-how und spätestens dann sind Profis gefragt. Herr Hückel, welche Anteile von diesem Know-how fließen denn hier in dieses Ausbildungszentrum mit ein? Ich habe eine Menge im Vorfeld schon gehört, aber das klingt alles sehr, sehr, sehr komplex. Ja, das Thema Energieeffizienz ist ein komplexes Thema, ganz klar, vor allem, weil es immer um die ganzheitliche Betrachtung geht. Das heißt, man kann nicht sagen, man nimmt sich dem einen oder dem anderen Thema an, sondern man muss die Themen immer miteinander verknüpfen, dass man auch zu einem wirtschaftlichen Ergebnis kommen kann. Sie sind jetzt Leiter der Abteilung Bau bei REAU, zudem Energieberater, zudem auch noch Architekt. Also Sie kennen sich tatsächlich bis ins Detail aus. Hier die alte Buntweberei hat eine fast 300-jährige Geschichte. Hand aufs Herz, Fluch oder Segen für den Bauherrn? Ich glaube, die Frage ist nicht Fluch oder Segen, sondern man muss sich einfach anschauen, mit welchen Bauvorhaben wir es so auch draußen auf dem Markt zu tun haben. Und wenn man sich anschaut, dass Neubauten vielleicht noch 30% ausmachen und der energetische Sanierungsbereich etwa 70% ausmacht, dann muss man sich ganz klar dieser Aufgabe stellen und man muss Lösungen dafür finden, dass man eben auch im Zusammenhang mit einer energetischen Gebäudesanierung hier wirklich die Bestandsimmobilien betrachtet. Und ich denke mal, gerade hier in dem Beispiel Prolin, also der neuen Ausbildungsstätte, ist es auf hervorragende Art und Weise gelungen. Die Komplexität, die hier mit einfließt, die macht sich für mich an folgenden Worten deutlich. Erdwärmesonde. Herr Hückel, was kann ich mir darunter vorstellen? Ja gut, eine Erdwärmesonde ist eigentlich relativ einfach. Wir versuchen über ein Rohrsystem, bei uns in dem Fall eben ein polymeres System aus PEX-A-Material, dem Erdreich einen gewissen Anteil an Wärme zu entziehen. Diese Wärme nutzen wir dann in Form einer Wärmepumpe zum Beheizen und, das ist der Vorteil des Gesamtsystems, auch zum Kühlen des Gebäudes. Im Prinzip müssen Sie sich das vorstellen wie Ihren Kühlschrank zu Hause. Das relativ kalte Medium, also der Innenraum des Kühlschranks, ist das Erdreich. Wir entziehen da Wärme, deswegen ist der Kühlschrank kalt und geben die Wärme dann auf der Rückseite des Kühlschranks wieder ab in Form dieses Gitters. Das ist unsere Betonkerntemperierung oder unsere Flächenheizung. Groß anders funktioniert das eigentlich im Prinzip gar nicht. Also das sind schon Innovationen, die weit über das Übliche hinausgehen. Natürlich, aber ich würde auch sagen, es ist Stand der Technik, absolut. Zumal wir uns ja auch nicht nur auf Grundlage der neuen Gesetze, Energieeinsparverordnung, erneuerbare Energien, Wärmegesetz und so weiter mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Wir wollen das ja auch, weil wir uns ja doch ein Stück weit auch unabhängig von Öl und Gas machen müssen. In diesen Neubau, in das Ausbildungszentrum fließen über 50 Jahre Erfahrungen von REAU mit ein. Inwieweit können das auch die Auszubildenden, die dann hier tätig sind, mitnutzen? Na, ich denke mal, das ist ein Thema, das jeden mittlerweile beschäftigt. Also ob ich es jetzt aktiv aufnehme oder auch nur passiv aufnehme. Mit diesen Themen wird man ja im Privatleben auch konfrontiert und von daher ist das mit Sicherheit schon auch eine Plattform, wo ich sagen kann, okay, da sehe ich was, da sehe ich, wie ich das Ganze im Betrieb auch nutze und kann es ein Stück weit für mich auch privat weiterverfolgen. Sommer 2010, das war das definierte Ziel für die Fertigstellung. Daran halten Sie fest, Herr Hückel? Davon gehe ich aus. Davon gehe ich auch aus. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und liebe Zuschauer, ich kann an dieser Stelle wirklich nur noch einmal betonen, wenn ein Unternehmen in Zeiten wie diesen 3 Millionen Euro investiert in die Ausbildung von jungen Menschen, dann kann man das gar nicht hoch genug einschätzen. Das tut die REAU AG hier am Standort in REAU und das war auch unser Treffpunkt Wirtschaft. Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie es gut.